Sibylle Rauch, 58, kennt die Schattenseiten des Lebens. Nun droht der Exerotik-Star erneut abzurutschen. Wegen Geldsorgen will die 58-Jährige nun wieder im Sexgewerbe tätig werden. Drogen, Prostitution, Armut. Exerotik-Star Sibylle Rauch hat mit den Schattenseiten des Lebens ausführlich Bekanntschaft gemacht. Ich habe mein Leben verkokst und verkorkst, sagt das ehemalige Sexsymbol in einem RTL-Interview. Jetzt droht der Dschungelcamperin der erneute Absturz. Denn Sibylle steht vor dem Nichts und braucht dringend Geld. Deswegen will sie ihre Dienste wieder im Sexgewerbe anbieten, 11 Jahre nach ihrem letzten Porno. Dabei sei auch Sex nicht ausgeschlossen. Eigentlich habe sie nach der diesjährigen Teilnahme am Dschungelcamp wieder im Showbusiness Fuß fassen und als Schauspielerin arbeiten wollen. Doch nun sei es halt so, wie es ist. Bis zu 100 Euro wolle sie für ein Treffen verlangen, jetzt komme ich ja auch noch gut bei Männern an. Ab in 2 Jahren will mich keine mehr haben, argumentiert sie. Der Verlust ihres Gönners, den sie liebevoll Bussi Bär nannte, habe sie in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Für die Miete ihres Apartments müsse sie nun selbst aufkommen und erhalte auch sonst keine monatlichen Finanzspritzen mehr, Bussi Bär ist nicht mehr da. Er ist verschwunden, hat das Handy aus und reagiert nicht auf meine SMS. Ein Drama für das Exerotik-Sternchen, und auch ihren Manager Helmut Werner hat sie verloren, der Vertrag zwischen uns ist stillgelegt, was einer Kündigung gleichkommt. Für mich ist es eine Erlösung, weil es eine untragbare Situation war und er mich schwer beschimpft hat. Hättest du gedacht, dass Sibylle sich wieder dem Sexgewerbe widmet? Stimme unten ab. Diese Artikel könnten dich ebenfalls interessieren.